Hallo, ein weiteres Türchen des TAS-Adventskalenders. Und jetzt ist es wirklich nur noch wenige Tage bis zur heiligen Nacht. Und auch wenn ich mich vielfach darüber lustig gemacht habe und den Irrsinn des Festes beleuchtet habe, die vielen schrägen Seiten des Weihnachtstrubels nach geradezu abendfüllend durch den Kakao gezogen habe, so muss ich heute aber zugeben, ja, ich bin Weihnachtsfan. Weihnachtsfan, ja, ich liebe das Fest. Wirklich. Es kriegt mich jedes Jahr aufs Neue. Der Geist der Weihnacht, ich kenne ihn, er kommt immer über mich. Also spätestens, wenn ich mit meiner Familie am Heiligen Abend in der Kirche bin und am Ende des Gottesdienstes alle im abgedunkelten Kirchenraum nur mit leuchtendem Weihnachtsbaum Stille Nacht, Heilige Nacht singen, ja, spätestens dann ist er da und läuft mit Schauer über den Rücken. Ich habe einen Kloß im Hals, manchmal so stark, dass ich gar nicht mitsingen kann. Und das ist, glaube ich, das, was für mich das Weihnachtsgefühl ausmacht. Ich bin wirklich ergriffen. Und es ist das, was die Erwachsenen immer mitnimmt. Es ist das, was die Kinderaugen strahlen lässt. Jedes Mal und immer wieder. Dann ist es wirklich eine stille Nacht, eine heilige Nacht. Nach meiner Meinung nach übrigens vom Glauben unabhängig. Nun wird es in diesem Jahr aber tatsächlich eine stille Nacht. Viele Menschen, die meisten, können das Fest nicht so feiern, wie sie es eigentlich gerne feiern möchten. Mit weniger Freunden, mit weniger Familie. Wirklich ganz still, einige sogar sehr, sehr einsam. Und das ist traurig. Auch wir werden unser Fest anders feiern. Und in einer solchen stillen Nacht kann ich mich dann vielleicht mal fragen, was will ich denn eigentlich von Weihnachten und was will Weihnachten denn eigentlich von mir? Und vielleicht komme ich zu der Erkenntnis, analog zur Weihnachtsgeschichte, ja Mensch, vielleicht muss ich auch die Türen aufreißen. Vor 2000 Jahren hatte es dem Paar, dass da Maria und Josef hieß und in Bethlehem vor verschlossenen Türen stand, geholfen. Vielleicht müssen wir aber einfach 2000 Jahre später nicht die Türen aufreißen. Vielleicht reicht es ja schon, kleiner anzufangen. Und vielleicht reicht es schon, wenn wir einfach die Herzen aufmachen und versuchen, die Menschen um uns herum einfach wieder wahrzunehmen. Nicht nur wahrzunehmen, sondern auch ernst zu nehmen, auf Augenhöhe zu begegnen, zuzuhören und ihnen einfach zu signalisieren, ja, ich sehe dich und schätze dich und du bist wertvoll für mich. Vielleicht können wir uns das in einer solchen ungewöhnlichen Weihnachtsnacht 2020 einfach vornehmen. Für die Zukunft, für Weihnachtsfeste, die dann hoffentlich wieder anders ausfallen. Dann hätte es tatsächlich bei dem ganzen Irrsinn, der dieses Jahr passiert und der uns ausbremst, dann hätte es tatsächlich eine Art nachhaltigen Effekt. Ja, und das wünsche ich mir. Und schließlich ist ja bald Weihnachten. Ich wünsche Ihnen und euch ein friedliches Weihnachtsfest und alles Liebe.